Ja, Edo, so einer von denen, die am Anfang der Saison auch ziemlich viel verloren haben. Dann auf einmal da aufgedreht, hat da Punkte geholt, wo keiner mit gerechnet hat. Und dann hat er wieder andere Punkte abgegeben, komplett unnötig. Also Edo auch so ein bisschen Wundertüte. Wobei heute würde ich schon sagen, dass er im Normalfall der Favorit gegen Schocker ist. Aber wenn wir gesehen haben, wie Schocker gestern gespielt hat, dann sieht das auch wieder anders aus. Aber Edo hat das Poggi-Poster. Das ist natürlich wieder ein Vorteil. Unendlich viele, glaube ich. Also das ist wirklich schwierig da. Poggi ist schon ein dickes Plus, wenn man den neben sich hat. Und dann auch noch oberkörperfrei und riechen tut er auch noch gut. Poggi ist ja der offizielle Warcraft-Parfümberater. Ja. Er hat mich übrigens auch beraten. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ein richtig teures Parfüm geholt. Über 200 € hat das Ding gekostet. Ja, ich wollte einmal ein anständiges, richtig gutes Parfüm haben. Und ja, da habe ich mich von Poggi beraten lassen. Und ich bin sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Ich hatte immer so meinen Standard, was ich vorher genutzt habe. Das war immer so ein 30, 45 € Parfüm. Und ja, da habe ich mich einmal von Poggi beraten lassen. Aber das ist so ein Ding. Hast du auch sowas? Etwas, was so wertvoll ist oder was so teuer ist, dass du Angst hast, es zu benutzen? Weil seit ich es habe, steht es bei mir im Schrank und ich sage mir, das ist für was Gutes, für was Besonderes. Und dann traue ich mich nicht, das zu benutzen sonst. Also vor allem bei neuer Kleidung denke ich mir das manchmal, aber beim Parfüm glaube ich nicht. Ich habe hier bei mir im Bad noch Parfums stehen, die ich geschenkt bekommen habe von Familie, glaube ich, als ich so 20 Jahre alt war oder so. Die sammeln bei mir Staub, die sind nicht sehr viel in Verwendung. Aber gut, gut zu wissen, dass wir da andere Ansichten haben. Vielleicht brauche ich einfach nur die Beratung von Pogi. Vielleicht kann ich dann auch endlich mal die Welt Fragen mal. der Parfüms Könnt ihr euch wertschätzen. im Rowerland könnt ihr euch ja unterhalten. Da tue ich mir vielleicht drauf. Das wäre so ein Anlass, den ich dann mache ich mir vielleicht mal Stimmt. drauf im Rowerland. Weißt du was? Dann mache ich mir auch mal Parfüm drauf. Und dann mal schauen, ob Pogi mich lobt oder flamed. Wir schauen uns mal die Maps an hier im Bitburger Map-Segment. Schocki hat gewetoed, Tide Hunters und Autumn Leaves. Von Edo sehen wir Shallowgrave und Concealed Hill gebannt. Somit haben wir Last Refuge, Northern Isles und Springtime. Und weißt du was? Dann legen wir doch direkt los. Springen wir direkt rein in unsere erste Map. Last Refuge. Auf geht's. Und los geht's, Freunde. Links unten startend in Blau. Schocker, rechts oben haben wir den guten Edo-Boy. Edo ist ja der große Fan von Cryptlord. Und Schocki normalerweise der große Fan von Fiends. Die Frage ist, welche Vorliebe wird sich hier hervortun? Schau mal, der Chat sagt übrigens die ganze Zeit, du bist gemutet. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon wieder Ja, ich weiß, ich habe es ein bisschen zu spät geschnallt. Aber ich habe es dann irgendwann entmutet, Gott sei Dank. Ja, heute lief alles einwandfrei. Die Namen haben immer gestimmt. Es war nie jemand gemutet, wenn einer Ja, fragen würde. war alles. Verratet nicht dem Papa. Ja, Neo darf nichts davon wissen. Wir sind unter uns heute. Wir zählen jetzt auf euch. Seid keine Snitches, ja? Keiner sagt dem Neo irgendwas. Wenn er fragt, lief alles perfekt, Chat. So, ansonsten sehen wir uns im Rubberland und denkt dran, Pogi ist auch da. Den hätte ich dann auf euch. So. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also, es lief doch offensichtlich. Also, Ja, danke dir. redselig. Alles perfekt heute. Also, wir haben jede Map gesehen. Wir haben jedes GG, jeden Moment gesehen. Ich weiß gar nicht, warum sich hier so aufgespielt wird. So. Richtig. Okay. Also, Edo Boy mit DK Fiends. So, how to destroy Shocker. Und auf der anderen Seite haben wir Schocki. Ja, wie soll das anders sein? Mit Death Knight. Und, aber Late Fiends. Also, bei ihm ein bisschen später das Ganze. Und entscheidet sich hier erstmal creepen zu gehen, währenddessen Edo mit dem Late DK kommt. Also Fast Fiends gegen DK Fiends relativ standardmäßig auf der anderen Seite. Schocker schon im Tech, Edo wird da erst viel, viel später techen. Ja, Edo mit einem recht ungewöhnlichen Build, auch ohne Cryptlord, welchen ich erwartet hätte. Aber er hat einen sehr guten Counterbuild gespielt gegen etwas Potenzielles von Schocki. Das haben wir schon oft in der Meisterschaft von Schocki gesehen, dass er versucht, manchmal mit Aura, First und Ghoulen rüber zu rennen und direkt gegnerische Einheiten zu surrounden, Acolytes rausnehmen und so weiter. Und dagegen ist dieser Build eigentlich sehr gut, den Edo fährt, wenn man da direkt zu Beginn zwei Fiends hat zum Verteidigen, plus vielleicht noch einen Nerub Tower. Allerdings wurde er nicht angegriffen, somit konnte die Stärke des Builds nicht direkt ausgespielt werden. Und damit ist Schockys Tech
um einiges schneller. Ich finde übrigens krass, dass im Chat hier gerade Call Me King EZSC hat nur anhand des Preises, den ich genannt habe, gerade erraten, welches Parfüm mir Pogi empfohlen hat. Finde ich schon sehr beeindruckend gerade. Okay, so. Gut, aber kommen wir mal wieder zurück zum Spielen, ja? Denn Edo creept weiter mit seinen zwei Fiends. Beide eigentlich hier am Creepen. Die ganze Zeit. Beide entscheiden sich auch nicht hier großartig zu expandieren oder so. Edo ja so ein bisschen, im Undead Mirror spielt er gerne mal ordentlich Destroyer. Und geht dann eigentlich nur noch auf die Heroes. Mal gucken, ob er das hier auch so machen wird. Hat eine Claw Attack gefunden. Einmal Sentry Wards. Und unten auf der anderen Seite haben wir, was haben wir da gefunden? Auch Sentry Wards und den Ring of Protection. Läuft hier zurück, gerade Richtung Main Base, holt sich die nächste Rod. Und Edo macht den ersten Push Richtung Shockers Main Base. Und jetzt gucken wir mal, ob er da irgendwas reißen kann. Sein DK wird zumindest erstmal geslowt. Und Shocker setzt einen Sentry Ward in die eigene Base. Ja, bevor der schlecht wird im Inventar, ne? So wie die Müllermilch im Kühlschrank. Wenn die geöffnet ist, will man natürlich schnell leer machen. Aber so gut wie die schmeckt, ist das ja auch nicht schwierig zu verzögern. Und ja, ist ein DK Fiend Mirror. Das ist normalerweise so das langsamste Early Game, das man sich vorstellen kann. Hier passiert normalerweise nicht viel, bis endlich Tier 3, Third Hero und alles am Start ist. Und da wird sie wahrscheinlich erstmal zu Beginn auf Creepen konzentriert. Ja, in der Mitte wird jetzt erstmal der Sentry Ward von Shocker abgerissen, der dahin gesetzt worden ist. Lich kommt als Second Hero für Shocky. Und Edo ist am Shop, weckt jetzt erstmal die Creeps auf, aber Shocky kommt da wieder von unten angelaufen. So, zwei Overwatcher sind noch dabei. Oh, jetzt die Frage, wer kriegt den Creep hier? Edo mit der Keule hat aber nicht bekommen. Ging an Shocker die XP. Und zusätzlich bekommt Edo hier noch den One of Mana Stealing ab, den der Shocker gerade gefunden hat, den er direkt einsackt. So. Ja, das ist sogar ein ziemlich geiles Item jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt. Wenn er da weiterhin Druck macht, die nächste Keule auch noch abzieht, könnte Shocky hier womöglich eine große Führung haben. Hier ist eine Naga hinterher schmeißen und dann ein bisschen High-Tempo spielen. Könnte zu so einem Zeitpunkt auf jeden Fall effektiv sein. Aber gut, Edo creept auch weiter, kriegt jetzt hier auch mal endlich Erfahrung und macht sich ein bisschen näher an Level 3. An Level 3. Ja, Ingwu Pot eingesackt und Edo creept hier nochmal zu Ende. Ist natürlich viel, viel später mit dem Second Hero da, der jetzt erst auf der Hälfte ist, während Shockers Lich ist schon da. Und Shocky ist surrounded auch direkt bei den Ogre Lord, den Level 7er hier. Auf seiner Seite wird also das erste dicke Item bekommen. Ideal wäre natürlich jetzt die Mana Bong und es ist Cloak of Flames. Bist du Fan vom Cloak of Flames oder eher nicht? Also, prinzipiell stylemäßig mega. Eins meiner Lieblings-Items. Tatsächlicher Nutzen in den meisten Games geht so. Aber tatsächlich im Ted Fiend Mirror finde ich es ganz okay. Oder im Fiend Mirror generell. Wenn man es sich leisten kann, im DK vorne drin zu stehen und nicht direkt genukt wird, kann es ganz gut sein, da jedes bisschen Damage doch aushelfen kann. Ich bin großer Fan vom Cloak of Flames in der Footy. Da ist er stark. Footman Frenzy. Ja. Oben wird weiter gecreept übrigens und jetzt kommt der zum ersten Creep-Jack. DK rennt natürlich voraus, also Edo Boy müsste eigentlich anhand des Cloak of Flames auch erkennen, wo er denn schon gecreept hat, der Gegner. Jetzt die erste Nova reingehauen in die Fiends. Call kommt von Edo, safe da und der Cloak of Flames macht tatsächlich noch ganz gut Damage hier an den Fiends. Ja, die Skellies müssen respektiert werden im Fiend Mirror. Die machen jede Menge Schaden, wenn man sich nicht um die kümmert. Und bevor man Destroyer hat, kann man mit denen nicht sehr gut umgehen, wenn da so 4 bis 6 am Start waren, wie man es da sieht. Und Shocky könnte es ja vielleicht hinkriegen, bei Red Camps zu snipen. Das darf eigentlich nie erlaubt sein im Undead Mirror, aber Shocky, durch gutes Play, durch schönes Creeping, kriegt er das echt auch noch. Wenn das auch ein gutes Item ist, dann hat er hier eine große Führung, wenn du mich fragst. Und er findet... Stackt leider nicht, ne? Blöd. Ey, wie wär's? Jetzt Cryptlord spielen? Ey, das ist auch was niemand weiß, oder? Wenn du mit 2 Cloak of Flames von 2 verschiedenen Helden neben der Unit stehst, macht das Doppelschaden oder überlappt das einfach nur und macht nicht Doppelschaden? Ich würde sagen Doppelschaden, aber du kannst das gerne mal einschicken für Janis Kannes. Ja, stimmt, das könnte eine Frage sein. Ich würde sagen, es ist quasi wie so eine... Wie so eine Aura, die, also wie so ein Debuff auf einer Unit, wo sie Schaden pro Sekunde nimmt. Ich glaube, es ist nicht genauso wie Lightning Shield. Also bei Lightning Shield kann man ja mehrere auf einmal Schaden machen lassen. Ja. Aber wenn du hier klickst auf
Nee, halt. Ich habe immer gedacht, die haben einen Debuff, die Einheiten, wenn die Emulation abkriegen. Aber das stimmt gar nicht. Verzeihung, Chat, da lag ich falsch. Okay, vielleicht geht das doch. Ich bin mir nicht sicher. Also, die kriegen, wenn beide Items auf einem Hero sind, kriegen sie auf jeden Fall nicht doppelt Damage. Nee, das auf zwei Heroes könnte ich mir schon vorstellen. Ja, stimmt. Ja, vielleicht hast du recht, vielleicht klappt das doch. Ich hatte nur irgendwie gedacht, dass es nicht klappt. Vor allem, weil der Clock of Flames auch so eine komische Tickrate hat. Der macht ja nur Damage jede volle Sekunde, was immer ein bisschen strange ist. Und Edo geht übrigens auf den Crypt Lord. Davon war auszugehen, Must Destroyer und Crypt Lord und Hero Focus. So spielt Edo gerne Undead Mirror. Und das auch schon, glaube ich, seit 8 Jahren. Ja. Damals in W3 Arena, wo ich gegen ihn gespielt habe, da hat er schon diesen Quatsch gespielt und macht da immer noch. Frost Armor übrigens für Shocky. Ja, Destroyer schon in der Luft von Edo. Kann also die Frost Armor gleich auch dispellen. Edo kämpft in der eigenen Base, hinten nochmal die Keule geschmissen und Shocker macht hier den richtigen Push. Jetzt geht's erstmal auf den Destroyer drauf von Shocky. Der TP raus. Aber er nimmt noch eine Fiend mit von Edo. Der Impale war eine Millisekunde zu spät, hatte da fast den DK gestunt und in dem Fall hätte er dann vielleicht killen können. Aber ja, da hat Edo auf jeden Fall einiges verloren. Aber waren ja nur Fiends, die können ja mit Destroyern ersetzt werden. Ist ja alles gut. Shocker auf jeden Fall mit den höheren Heroes momentan. Kriegt jetzt auch sein Lab direkt frei. Als dritten Helden eh die Dark Ranger jetzt auch in der Armee von Shocker mit drin. Und Double Level Up 4-3 für First und Second Hero von Shocker und findet den Anchor of Reincarnation. Edo kriegt hier die Expansion frei. Also die weniger interessanten Spots. Guckt jetzt gerade unten nochmal, ob da gecreept wird. Am Red Spot mit dem Lich, aber das Item ist schon weg. Okay, Shocker muss kurz das Spiel pausieren. Wie sieht's aus? 49 gegen 49 Supply, da ist es gleich, aber die Hero Levels. Auf jeden Fall der Vorteil für Shocker. Und auch Items, Itemtechnik. Ah, weiß nicht, ob es da besser für Shocker ist. Der Lich ist auf jeden Fall mehr stacked bei Edo, würde ich sagen. Ne? Die Claw, die Invo-Potion. Da sieht es schon besser aus dann. Das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr. Aber ich würde sagen, Shocky auf jeden Fall in einer spielbaren Position. In keiner schlechten Position, auf gar keinen Fall. Hatte eine kleine Führung vielleicht sogar. Das wäre natürlich auch geil für Shocky, wenn er hier hinten raus zum Ende der Saison nochmal gut punkten könnte. Hat natürlich den Ente zerstört. Er war der Ente-Zerstörer. Gestern. So, geht weiter das Spiel. Edo kriegt den nächsten Orange-Spot. Aber Edo kriegt irgendwie immer, wenn man so vergleicht, wer gerade an welchem Spot ist, Edo immer den Spot, wo es ein bisschen weniger XP gibt. Also, Shocker kriegt, hat auf jeden Fall die bessere Kriegroute momentan. Da kommt auch noch eine Aura dazu, hier mit dem Lion of Stormwind. Skeletons hat auch ordentlich dabei und Edo scoutet mit den Skeletons hier, ob irgendwo eine Expansion von Shocker ist. Und gleich ist die Map leer, ne? Ja, viele ist nicht mehr, ne? Wichtiges Level-Up hier könnte Level 3 Cryptlord sein. Der Upgrade auf den Impale ist sehr, macht einen sehr großen Unterschied, während das Silence nicht unbedingt arg viel besser sein muss, ist hier davon auszugehen, dass wir bald sehr viele Destroyer haben werden. Aber Edo macht auch noch weiterhin Fiends. Er geht nicht auf den Doppel-Slaughterhouse-Switch, den er teilweise in der Vergangenheit gespielt hat. Ja. Sitzt er hier auf 4-3-2 gegen 4-3-2. Also Edo hat so ein bisschen aufgeholt gerade. Von den von Hero Levels her. Also oben an dem Red Spot sind ja noch die restlichen Creeps. Da fehlt ja nur der Level 7 Moller. Aber Edo jetzt mit 2 Destroyer übrigens in der Luft. 3. Auf geht's. Alle Destroyer offen, sonst bist du kein Mann. Es war zeitgleich. Jawohl, da auch noch einer. Da auch noch einer. 5 Destroyers, Jungs. Auf geht es. Das bekannte Edo-Timing. Da kommt der Destroyer-Push. Aber Shocker kommt auch schon zurückgelaufen. Warte. Oh, jetzt 5 Destroyer in der Luft. Edo mit 11 Supply mehr. Oh, erster Impale sitzt super. Da muss er die Nova gar nicht einsetzen, um die Fiend zu killen, da er den DK und die Fiend geimpaled hatte. Die Impale von Edo, muss ich ganz ehrlich sagen, immer super stark in der Meisterschaft. Hat wahrscheinlich die besten Impales in der Liga. Da kriegen die Fiends sehr viel Schaden, aber auch der Cryptlord hat Probleme. Invo Potion übergeben. Oh, schön gemacht. Last Second Save. Und damit würde ich sagen, hat Edo die Nase vorne in diesem Fight. DK von Shocky wird hart angegangen. Droppt sehr low, aber hat das Arc. Damit überlebt er nochmal. Shocky mit Dark Ranger aufgelevelt auf Level 3.
Und die Fiends werden hart angegangen. Fast alle Fiends sind mittlerweile rausgenommen. Lich auch in Problemen. Edo muss auf seine Helden mittlerweile gut Acht geben. Geht selber auf den Death Knight. Impact könnte da zum Kill führen, aber der Death Knight überlebt. Der Crypt Lord nicht. Der wird rausgenommen. Lich von Shocky überlebt das Ganze auch nochmal. Aber Edo hat wesentlich mehr Supply hier noch hinterher. Ja, Edo 65 Supply gegen jetzt 45 Supply. Shocker, obwohl Shocker 3-0 getechte Units hat und Edo 0-0. Hat er hier mit den Destroyern ganz gut durchgezogen. Und jetzt wäre, glaube ich, ein gutes Timing für Edo für eine Exe, oder? Ist schwer zu sagen. Könnte auf jeden Fall machen. Die Sache ist halt, sein Power-Timing ist weg, ne? Die Destroyer waren wesentlich, wesentlich stärker, als sie noch Mana hatten. Jetzt sind sie alle dry und die kriegen auch kein Mana mehr hinterher. Und Shocky wird immer nur stärker. Jede Fiend, die dazukommt, jede weitere Banshee, die dazukommt, wenn der hier, sagen wir mal, 6 Fiends hat mit Anti-Magic und gut Microed, dann kann er die Destroyer-Armee locker besiegen. Also, ich glaube, Shocky hat ehrlich gesagt die Führung hier. Supply-technisch nicht, aber hat hier Mana-Shield jetzt drauf mit den Banshees auf den Heroes. Und Edo läuft jetzt nochmal raus aus der Base, nimmt auch seine Holzgule jetzt noch mit. Cryptlord ist wieder da. Ein paar Greenspots sind noch übrig hier oben. Könnte vielleicht reichen für Level 3 Cryptlord. Wie gesagt, das ist ein wertvolles Upgrade durch das Impale. Und ich glaube, ja, das sollte auf jeden Fall reichen. Slippers of Agility und es nee, reicht nicht für Level 3 für den Cryptlord. Das nächste Grüne. Ja. Und dann hat das. Shocky's Lich fast Level 4. Dark Ranger ist Level 3. DK ist Level 4. Hat 2 Invul Potions auch noch. Und Shocky geht jetzt Upkeep. Ja, wenn Shocky hier auf 65 Supply schafft und solange er gut microt, sollte er diese Fights eigentlich gewinnen. Edo nochmal zum Shop. Heal Scroll geholt. Jetzt wieder Mana auf die Destroyer und Edo morpht die nächsten Dizzys. Er hatte die ganze Zeit keine Web. Das fällt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und das ist crazy. Gegen Edo Boy kein Web zu haben. Oh, und da wird er stark für bestraft scheinbar. Der Impale hat gut gesessen. Level 2 Impale natürlich. Erste Fiend direkt gekillt, zweite Fiend direkt hinterhergenommen. Und wieder direkt zu Beginn findet Edo jede Menge Kills. Und so viele Destroyer in der Luft. Ja, super viele. Der nächste Impale wird aber durchgehauen. Jetzt geht's auf die Dark Ranger drauf. Die kriegt gerade so die Coil nochmal verpasst hier. Und geht noch weiter hinterher. Nächste Nova von Edo Boy nochmal reingecastet. Hier, es geht weiter auf die Dark Ranger. Na, hinten die nächste Fiend wird rausgenommen. Und immer noch kein Rap da. Und jetzt ist Rap gleich ready. Und dann sind keine Fiends mehr da, so ungefähr. Jetzt geht's wieder auf die Dark Ranger, Nova hinterher, Cole kommt zu spät, Dark Ranger down. Curse ist zwar nochmal auf den DK drauf von Edo Boy, der rennt direkt wieder rein. Und geht's auf die nächste Statue drauf von Shocker, der wird eigentlich sofort rausgenommen. Der ist halt ein Problem von Edo Boy, muss raus, der Beat Level Up, der Lich auf Level 4. Hinten zwei Destroyer noch auf dem Boden, nächste Nova reingesammelt, wieder zwei Fiends down. Und Shocker runter auf 32 gegen 70 Supply für Edo. Ja, als ich gesagt habe, dass Shocker in einer guten Position wäre, da war mir nicht bewusst, dass er noch keinen Web hatte. Web war natürlich dringend notwendig. Und jetzt hat Edo wahrscheinlich einfach eine übermächtige Anzahl an Einheiten. So viele Destroyer, wie viele sind das? 8 Destroyer, 40 Supply Destroyer. Mehr als 50% seines Supply stecken einfach nur in Destroyer. Natürlich jetzt ohne Mana wieder wesentlich schwächer. Aber es sind halt einfach so viele. Jetzt würden sich auch Upgrades extrem lohnen für unseren guten Boy. Der weiß doch, wie man gut investiert. Er läuft jetzt runter, hat hier mit dem DK noch 2 Invo Potions, Shocker. Fiends kommen nach, Destroyer kommen nach, Shocker 45 Supply jetzt wieder und Edo mit dem nächsten Push rein. Edo 2 Heal Potions, keine Heal Scroll und nur eine Invo auf dem Lich drauf. Aber wesentlich mehr Supply. Und Dark Ranger ist auch noch nicht wieder da und es geht einfach volle Kanne auf den DK drauf. Ah, jetzt konzentriert sich erstmal auf die Statues. Nächste Statue geht down. Nova auf den Death Knight von Shocker, der muss die Info-Potion zünden. Jetzt geht's im Gegenzug auf den Lich drauf. Cole kommt geflogen. Oh, sick. Boah. Mit dem Impale. Einfach gefailt hat er ihn. Ja. Krasses Timing, ey. Das war perfekt getimed, sodass die Coil nicht mal eingesetzt werden konnte, weil der Lich hochgepusht wurde von dem Impale. Sehr schön gemacht. Edo mal wieder mit seinem guten alten Mass-Destroyer. Es hat funktioniert. Schön, schön. Und die Impels, Alter, die Impels, die sitzen immer erste Sahne. Muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich neidisch anerkennen.
Die Impales sind wunderbar. Von Edin Edo. Der Pfähler nennt man ihn auch. Genau. So. So, mal gucken hier. Ich sehe gerade, wir haben jetzt einen Raraland-Server am W3C. Ja, der soll, glaube ich, ganz gut sein für die Hamburger Gegend. Ja, müsste ja dann sein, ne? Ja, ja. Höchstwahrscheinlich. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus. So, Map muss noch geändert werden. Und dann gucken wir mal, ob Edo hier wieder auf Master Destroyer setzt. Hat auf jeden Fall die erste Map schon mal geholt. Wichtig, wenn er eben nicht in die Rehle will, muss er hier 2-0 gewinnen und gegen Warn 2-0 gewinnen. Zweiteres wird eher schwierig. Heute hat er zumindest Chancen, sich da 3 Punkte zu holen und nochmal einen Song auf der Playlist zu packen. Vielleicht ein Liebeslied an Pogi, da müssen wir mal gucken, was das wird. Aber jetzt gehen wir erstmal auf Northern Isles. Glaubst du, dein Lieblingsfilm ist... Verdammt, es fällt mir der Name nicht ein. Shit. Wie hieß dieser Film nochmal mit diesem Parfum, wo dieser Typ die Frauen abschlachtet für? Dass du da jetzt nicht drauf kommst, wundert mich. Er heißt Das Parfum. Da hätte ich drauf kommen können. Ja, ich habe gedacht, der Name wäre vielleicht ein bisschen komplizierter als nur Das Parfum. Gut, reihen wir diesen Fail zu den weiteren Fails des Abends und weißt du was, wir gehen einfach rein. Schauen wir mal, Map 2, Northern Isles, auf geht's. Ja, das muss auf jeden Fall der Lieblingsfilm von Pogi sein. Also, so viel steht fest. Was denn dein Lieblingsfilm? Slash, kannst du dich da festlegen oder gibt es da zu viel Auswahl? Nee, ganz klar. Imperium schlägt zurück. Ist der zweite, ne? Der fünfte. Also Episode 5, aber der zweite, der rausgekommen ist, ja. Ja. Also ich bin halt einfach Star Wars-Fan so und das ist nun mal der beste Star Wars-Film. Und deswegen kann ich mich davon. Also es gibt viele geile Filme, aber wenn ich mich auf einen einzigen festlegen muss, dann der. Okay. Der hat einfach am meisten Impact gehabt bei mir so. Ja. Wann kommen die Star Wars-Filme raus eigentlich? Filme sind noch nicht wirklich angekündigt, aber jetzt bald kommt ja die neue Serie mit Endor. Endor? Ja. Was ist das? Cassian Endor, das ist der. Hast du Rogue One gesehen? Ja. Der Typ, der da der Widerstandskämpfer ist, das ist Cassian Andor und über den kommt eine Serie. Moment, ist das der da stirbt am Ende auf dem Planet? Ja, gut, bei Rogue One sterben alle, aber ja, der am Ende mit ihr zusammen stirbt, ja. Ah, okay, also Prequel dann. Genau. I see. Ja, ein bisschen schade für Stocky hier, das Spiel verloren zu haben. Das Early Game, das Mid Game sah eigentlich ganz gut aus. Ich glaube, er ist zu früh auf Banshees gegangen. Normalerweise sind Banshees ja gut gegen Destroyer, aber Edo setzt immer früh zu dem Push an. Diesen Destroyer, ne, schnell auf 70 Supply hoch und Banshees brauchen halt lange, bis sie echt wirklich ready sind und gut sind. Ich glaube, es wäre besser, wenn Shoki die Banshees skippt, schnell hochpumpt auf 60 Supply und schnell gute Upgrades hat für die Fiends. 2-1 Upgrades oder so, vielleicht 2-2 Upgrades und die Banshees erstmal vernachlässigen. Und dann, wenn man den ersten Fight gut nimmt, dann auf Banshees gehen. Ich glaube, das wäre vielleicht ein bisschen besser. Müssen wir mal gucken, ob er das jetzt macht. Ich finde übrigens sehr gut hier Transistor im Chat. Yo Leute, wie heißt denn der Film mit dem Boot? Finde ich sehr guter Kommentar jetzt. Edo übrigens wieder mit Fast Fields unterwegs und geht jetzt auf den ersten Spot. Währenddessen auf der anderen Seite Shoppe schon den ersten Spot gecreept hat und rennt direkt rüber zu seiner Echse. Und da ist er wieder, die Standard-Schocker-Coil. Sofort geschmissen, auf den Creep drauf. So, und geht auf den Ogre Mage. Und Edo scoutet das Ganze hier direkt mit dem Skeleton. Ist auf jeden Fall nicht die Standard Creep Mode, die Shocky hier fährt. Okay. Findet richtig geile Items, Alter. Claws und Ring, super gut. Normalerweise ist es ja grün, grün, grün und dann Natural. Und das ist das, was die meisten Leute spielen. Aber unsere beiden Meisterschaftsspieler hier haben ihre eigene Vorstellung. Gut, so geht's auch. Man will natürlich schnell Level 3 erreichen und dann in der Mitte contesten um die großen Camps. Ja. Also Schocker hat sich da direkt nur das Item geholt an der Echse. 2 Coils dafür auch benutzt.
dass wir den Ring of Regeneration bekommen. Edo creept direkt den ganzen Spot frei. Und er bekommt Talisman of Evasion dafür. Und baut jetzt hier die vierte, vier, drei hat er schon. Und jetzt gleich ist die große Frage, wer kriegt die Mid-Spots hier, die beiden? Oder gehen sie beide erstmal auf den Orange auf der Seite mit den Tuskers? Ah, Edo entscheidet sich erstmal für den Green. Hat sich gerade noch eine zweite Rod of Necromancy geholt. Ist jetzt im Tech. Und drittes Ziggurat kommt, Nekrophilien kommt. Also beide erstmal wieder creepen, genauso wie eigentlich das Game davor auch. Schocki bisher auf jeden Fall die besseren Items, würde ich sagen. Und wagt sich auch in die Mitte ohne Level 3. Edo wird in diesem Aufeinandertreffen wahrscheinlich die Nase ein bisschen vorne haben. Er hat nämlich ein bisschen mehr Skellies, vielleicht Items liegen da auf dem Boden. Werden in die Naga übergeben. Oh, sieh an, sieh an. Schocki bereit hier aggressiv zu spielen mit der Naga. Ja, und geht doch direkt auf den DK. Edo splittet. Deathmite unten rum und die Fiends oben rum geschickt. Schocki jetzt mit dem ersten Push hier mit der Naga reingeht. Edo noch nicht auf T2 angekommen. Läuft jetzt mit dem DK zurück, ist auch noch nicht Level 3. Das heißt, wir haben nur die Level 1 Call bei ihm hier. Und ab ganz tief hinten in die Base rein. So, Tag auf T2 jetzt fertig und oh, Deep Dive von Schocker rein in die Base mit der Naga. Jetzt will er es wissen. Jetzt will er es wissen. Edo zieht die Holzgule mit dazu, geht vorne auf die erste Fiend drauf. Tech ist fertig, noch kein Second Tier und Auftrag gegeben von ihm. Schmeißt der erste Call. Fiend von Schocker ist angeschlagen, muss sich hier nochmal zurückziehen. Edo kriegt sie nicht. Call kommt geflogen von Schocker, aber das war auch die letzte. Währenddessen die vier Fiends immer noch da sind hier. Und Schocki konzentriert sich hier eher auf den DK. Replenishment Potion ist noch da für Edo Boy, die kann er später nutzen. Wieder Call geschmissen. Edo hat noch nichts verloren. Und die Naga, die ging bis jetzt noch nicht so ganz auf. Lich kommt als Second Hero, Edo schickt die Holzgule zurück und auch da keinen Holzgule verloren bis jetzt. Einer zwar hart angeschlagen, aber Edo Boy schickt den DK auch wieder zurück, ist in Reichweite des Shops. Nächste Call kommt wieder, die nächste Fiend gesaved. Und dafür, dass hier der T2-Push eigentlich so hart kommen muss mit der Naga, dass man sich da einen Vorteil erarbeitet, das war jetzt nicht so wirklich was hier für ihn. Ich glaube, Schocki ein bisschen überaggressiv, wenn man die Naga spielt, dann muss man auf jeden Fall versuchen, sich einen Vorteil zu erarbeiten. Aber das muss nicht nur sein mit Kämpfen und Kills kriegen, es kann auch sein mit Creepen, dadurch, dass man schnell daran Held hat. Schocki hätte sich auf jeden Fall früher zurückziehen sollen und ja, einfach sich weiter hochcreepen. Aber er will weiter kämpfen. Die Naga-Right-Clicks immer noch ziemlich gut, die Claws natürlich mega. Alec ist gleich mit von der Partie und da haben wir ihn endlich am Start. Und jetzt haben wir auch mal eine Nova, die eingesetzt werden kann. Acolytes haben alle überlebt. Ein Ghoul musste daran glauben für Edo, aber ich glaube, der ist zufrieden mit dieser Position. Hat keine Fiend verloren, nur einen einzigen Ghoul gegen diesen harten Push. Die Naga fällt hinten raus, dann eigentlich ja so ein bisschen ab, ne, würde ich sagen, im Gegensatz zum Lich. Jetzt nochmal Slaughterhouse als nächstes Gebäude von Shocker. Tech auf T3 läuft. Und jetzt nimmt er sich den Rest von seiner Expansion, währenddessen Edo Boy oben zu Ende kriegt. Level 3 für den DK hat er erreicht, hat die Replenishment Potion auch direkt genommen. Aber abgebrochen, so wie es aussieht, ne? Ja, Replenishment Potion genutzt und durch die Creeps abgebrochen worden. Nicht so clever hier. So, läuft jetzt nochmal raus. Vier Fiends. Lich ist da und jetzt geht's. Oh, jetzt kommt der Kampf um die Mitte hier im Marketplace, so wie es aussieht. Treffen sie da jetzt aufeinander. Edo ist der Erste, der die Creeps schon mal weckt. Schocker sieht das. Oh, okay, und er nimmt sich die Creeps übrig, die hinten geblieben sind, statt auf Edo drauf zu gehen. Und Edo läuft weg. Edo hat noch nicht wirklich so Lust. Er wartet noch auf seine Statue, die vielleicht in der Mainbase feststecken könnte, wenn ich mir das Slaughterhouse so anschaue. Aber gut. Frühes Borrow hier auf Seiten von Schocki. Und ja, die erste Statue am Start. Und das macht einen riesen Unterschied, hier die Statue schneller zu haben. Ja, erste Fiend auch down gegangen direkt. Hier Wand of Mana Stealing benutzt. Call geflogen auf die Naga. Nova hinterher. Alles auf die Naga drauf. Oh. Asphara Serpus muss hier aufpassen. Wird weiter verfolgt vom Death Knight. Und da ist noch eine Nova. Da ist noch eine Nova. Die braucht er dann nicht mal. Er kriegt sie auch so mit dem Schwert am Kopf. Und weg ist sie, die Schlange. Hinten haben wir die Obsidian Statue, die natürlich jetzt versucht weiter zu healen. Und Edo Boy dreht um mit 3 Fiends gegen 5 Fiends und Schocker ergreift die Flucht. Ich glaube auch, dass er versuchen könnte, ein bisschen zu traden. Er hat auch eine Coil momentan, eine zweite bald, die ready ist für Schocki. Aber gut, ohne Held, ohne Second Hero, hat er da vielleicht ein bisschen weniger Bock. Und der Revive ist auch deutlich verzögert, da zuerst der Lich kommt für Schocki. Somit muss die Naga noch ein Weilchen warten. Ja, die Fiends laufen mit zurück. Die Obsidian Statue steht mit drin, versucht sich hier fleißig zu heilen.
Edo Boy, Attack of T3 ist fertig, baut weiter hier in seinem Slaughterhouse. Ein Destroyer nach dem anderen. Crypt Lord kommt auch wieder nach. Also Edo scheint hier dieselbe Strategie fahren zu wollen wie eben. Bisschen Damage noch auf den Death Knight drauf. Lich jetzt da von Shocker, also jetzt mit Orb. Und jetzt zieht Edo sich erstmal zurück. Denn gegen Lich mit Orb, ohne selber einen zu haben, will er nicht jetzt unbedingt fighten. Guckt nochmal unten, ja, der Ice Troll steht noch, das Item ist noch da somit. Aber Shocker jetzt in besserer Position und geht ab auf die, auf den Ice Troll drauf. Kümmert sich um den Ice Troll. Edo bleibt in Reichweite. Nova kam und der ging an Edo, oder? Nee, ging nicht an Edo, die Nova kam von Shocker. Ich glaube, Shocker ist gerecht, genau. Ankh für ihn auch nicht verkehrt. Wir wissen alle, wie gerne Edo ab und an die Heroes fokust. Jetzt ist der Crypt Lord mit dabei. Jetzt hat er einen Orb und ich freue mich schon wieder auf die Impels. Ich werde mir die Impels, die sitzen wieder Sahne. Und da kommt der Destroyer. Auf geht's, Freunde. Erster Dizzy ist da und da haben wir den Pay. Vier Fiends, alle vier fliegen hoch und die erste geht danach direkt wieder runter, ab in Burrow rein. So, jetzt geht's vorne auf den Death Knight drauf von Edo, der versucht zurück, dass die nächste Nova kommt rein. Fiend wird allerdings aber gecallt, von Shocker stark gemacht. Zweites Impel müsste so langsam kommen von Edo, geht auf die nächste Fiend drauf. Nova kommt reingeprasselt, killt ihn hier. Jetzt könnte Edo Boy Alex das Statue verlieren, die geht down. Weiterhin nur ein Destroyer in der Luft von Edo, der Death Knight von ihm hält sich hinten weiter auf. Die geht hier so ein bisschen hin und her, zweites Impel kommt. Diesmal nur drei Fiends getroffen, zwei Stück weiterhin hart angeschlagen. Jetzt nochmal hier Duckridge wird gezündet, es geht auf den Crypt Lord drauf von Edo Boy. Keine Coil ready, Crypt Lord geht down, Shocker. Hier im leichten Vorteil momentan, geht auf die nächste Fiend drauf von Edo Boy, der muss sich zurückziehen, Cold Arrow kommt, zwei Fiends gehen down, nur noch drei Fiends übrig von Edo Boy, der muss hier die Flucht ergreifen, supply-technisch beide zwar noch ausgeglichen, aber den Fight, den hat Shocker hier ganz klar gewonnen gerade. Ja, und zwar dank Burrow, vorhin schon eine Fiend gerettet, dank Burrow, und jetzt schon wieder eine gerettet. Edo schnappt hier das Item, und das ist so Mask, das ist ein super Item für ihn, aber er ist erfahrungsmäßig ein bisschen hinten, vor allem auf dem Third Hero. Normalerweise hätte er jetzt schon gerne den Lich bald auf Level 3. Aber das Spiel ist noch lange nicht rum. Crypt Lord kommt gleich wieder zurück. Ich habe auch so das Gefühl, Edo sollte die Anaga vielleicht mehr fokussen. Selbst wenn sie einen Anaga hat vielleicht. Denn mit Impel Coil Nova ist die super leicht zu killen. Ja, vor allem wenn sie noch nicht so hoch im Level ist, natürlich. Tusker geht jetzt down. Shocker creept wieder besser eigentlich als Edo. So viele Claws auch. Alter Falter. Drei Claws hier auf Naga und Lich. Und Shocky macht Druck in die gegnerische Mainbase. Ja, Edo ist vielleicht gleich TP'en. Oh no, und unterwegs Edo die Subi-Mask übrigens mittlerweile gefunden. Auch ein starkes Item natürlich im Mirror. Aber TP't noch nicht, sondern geht weiter creepen. Verliert die nächste Statue, die gerade rauskommt. Edo verliert den kompletten Nachschub, den er hier gerade baut. Und creept in Ruhe weiter. Jetzt erstmal Web wird researched von Edo. Verliert den Shop auch noch. Jetzt kommt erst das TP. Das ist eine richtig chaotische Situation. Edos DK direkt im Problem. Muss zurückgezogen werden und der überlebt das Ganze auch. Aber kein Shop heißt keine Items. Und auch keine Statues. Bald mehr. Shocky könnte hier vielleicht direkt das Spiel schon gewinnen. Mit dem Fight in der Gegnerbase. Level 4 auf dem DK. Die Naga von ihm wird überhaupt nicht angegangen. Diese Naga hat echt gut funktioniert nach dem ersten kleinen Fail-Angriff. Destroyer Coil auch zu spät. Edo hat hier ernsthafte Probleme. Ah, nächste Coil wieder geschmissen. Vorne wieder auf die Fiend drauf. Die wird nochmal geburrowed gerade. Shocker geht wieder rein und Edo nur noch eine Fiend da unten am Boden und ein Destroyer in der Luft. Und macht hier zu wenig Fokus auf die Naga. Du hast es schon angesprochen. Jetzt geht es so ein bisschen auf die Naga drauf. Der Zeit muss ja auch wieder zurückziehen. Der Shop fehlt Edo vor allem jetzt hier ziemlich hart. Impel wieder reingehauen. Naga könnte drauf gehen, aber erstmal geht der Crypt Lord drauf. Die Naga im Gegenzug auch. Naga hat allerdings noch den Ankh und Edo Boy Probleme mit dem DK. Und da geht der Death Knight down und Shocker holt 1-1. So, Edo. Da muss aber jetzt nochmal das Pogi-Poster gestreichelt werden, damit es hier weitergeht. Ja, das Spiel schneller rum, als ich gedacht hätte. Wir haben gar nicht so viele Master Destroyer gesehen. Wir haben gar nicht so viele Sicker Impels gesehen. Der Cryptid war nur Level 1. Ich glaube, es war wichtig zu realisieren für Shocky, dass er sehr guten Hero-Kill hatte. Er hat natürlich die guten Lich-Right-Clicks, er hatte die Claws und er hatte die Naga. Somit hat er den Cryptid gut bestrafen können. Cryptid auf Level 1, sehr wenig Armor. Der kann gut mal rausgesniped werden. Und das hat er echt gut gemacht. Ich hatte gedacht, nachdem da die Nagas erstmal angegriffen hatte und das nicht funktioniert hat, hätte da Edo den großen Vorteil, aber da hat sich das Blatt nochmal schnell gewendet. Aber das war auf jeden Fall so ein Spiel, wo man den Impact von den Claws stark gemerkt hat. Diese ganzen Claws haben einen Riesenunterschied gemacht.
Ja, hat besser gecreept, hat die beiden oder den Midspot bekommen am Marketplace, hat die Claws sich dann da teilweise ja auch holen können. Durch die ganzen Items, die er sonst bekommen hat. Und ja, dadurch sah das schon ganz gut aus hier für ihn. Bessere Items gehabt. Und Edo Boy kam, ja, den Fight, den er in der Mitte da verloren hat, da kam er nicht so richtig zurück. Schocker einfach direkt nachgesetzt mit der Naga. Und dann sieht es jetzt für Edo schon zappenduster aus eigentlich, was die Rettung aus der Relegation angeht, muss man sagen. Weil er hätte hier das 2-0, also die 3 Punkte hätte er auf jeden Fall gebraucht. Ja, Schocki immer mehr am Überzeugen, am Überraschen. Hier zum Ende der Saison hatte er ja normalerweise noch nicht, oder bisweilen noch nicht so viele Punkte, bis vor 2 Spieltagen ungefähr. Aber der erfährt hier nochmal gutes Momentum zum Ende der Saison hin. Und schau mal, wie das gleich weitergeht. Ich sehe gerade im Stream, schön, Schocker gewonnen und du blendest ein. Tom wins, läuft heute einfach. Hey! Das hat niemand gesehen. Sehr gut. Okay. Schocker braucht kurze Pause, oder was hat er gesagt? Weil er flüchtete gerade so. Er ist wieder da. Wir sind bereit für die dritte Map. Und die letzte Entscheidung am heutigen Abend. Es schlägt bald Mitternacht, Freunde. Welche Geisterkreatur wird hier obsiegen? Ja, es geht noch nicht ganz los. Wir warten noch auf Schocki. Er gibt uns auch das Go-Ahead. So, sehen wir mal, was jetzt passiert. Noch überhaupt kein Cryptlord. Noch überhaupt keine Expansion. Ich hätte ja gedacht, dass Edo das wenigstens ein- oder zweimal probiert. Aber scheinbar spielt er lieber Mass Destroyer als Fast Axel. Da scheinen sich dann doch die alten Präferenzen durchzusetzen. Wie gesagt, schon damals, vor vielen Jahren in W3 Arena war das die Lieblingsstrat von Edo. Und so auch heute scheinbar. Also, legen wir los mit der dritten Map und der Entscheidung Springtime. Auf geht's. Und da habe ich doch gerade was gesehen. Was hat er gesagt, der Edo-Boy? Er hat gefragt, oh, das Game ist gecrashed. Nee, du bist gecrashed. Das habe ich davon, den Chat öffnen zu wollen. Verdammt. Ja, die machen Regame. Die machen Regame. Oh. Okay. Freunde, kein F9 drücken. Unser wunderbarer neuer 1.33-Patch sorgt manchmal für Probleme. Ja, er hat nur gefragt, also eigentlich hat Edo nur gefragt, hast du das mit der Naga von Ente gelernt? Okay. Alter, heute ist aber auch unglaublich, ne? Heute klappt auch alles. Spiel ist offen, ist die 4. Alles klar. Sehr gut. Chat sagt übrigens gerade unseren Namen. Rimmel und Reiske klingt wie ein Ermittlerduo. Ich bin auch dafür, dass wir zweimal einen Tatort drehen sollten. Das machen wir, Alter. Tatort an der Elbe. Nächste Woche. Good Cop, Bad Cop. Welcher Warcraft 3-Spieler muss dafür geopfert werden? Darf ich mir einen aussuchen? Ja, ich glaube schon. Wir sind die Stars der Show. Wir müssen dann rausfinden, wer der Täter war. Mord in der Zockerhölle oder sowas. Wie heißt denn der Tatort dann? Mord im Raraland? Rimmel und Reiske ermitteln. Rimmel und Reiske beim Raraland. Ja. Macht schon Sinn. Ja, das stimmt eigentlich, ne? Das hört sich zwar nicht an wie ein Tatort, sondern eher wie so eine 3-Fragezeichen-Folge, aber kann man machen. Ah, Freunde. Okay, versuchen wir es nochmal. Letzte Map, die Entscheidung. Auf geht's. So. Letzte Map am heutigen Abend.
Jockey, rechts unten. Nee, links oben startend. Fedo. Haben wir die Spawning-Position rechts unten. Und als ob ich's prophezeit hätte. Vielleicht sehen wir diesmal eine Expansion. Wir haben ein Ghoul-Build zu Beginn von Edo. Das hatten wir vorher nicht. Und damit kann man auf jeden Fall eine Expansion versuchen, womöglich. Ja, schauen wir mal, was es wird. Edo-Boy, Cryptlord, da ist er. Also, Cryptlord-Fiends von Edo, Schocker wieder mit Death Knight. Aber diesmal dann von Edo ein bisschen die andere Strategie hier. Und Schocker dann später natürlich auch wieder mit den Fiends. So, ja, und wenn Cryptlord da ist, dann kann natürlich ganz gut sein, dass es hier die Exe gibt. Wobei Edo ja auch einer ist, der gerne mal mit dem Cryptlord am Anfang die Expansion freikriegt, dann techt und im Tech auf T2 dann die Expansion hochzieht. Ja, das stimmt. Der ist ja manchmal ganz tricky unterwegs. Auch gegen Ork haben wir das öfter mal gesehen. Aber Schocky wird direkt am Anfang scouten und rausfinden, was los ist. Normalerweise, wenn der Cryptlord-Spieler sehr gut spielt, sehr sauber spielt, hat der Tedfeen-Spieler fast keine Chance auf der richtigen Map. Da man eben so viele Ghoul hat, so viele Skellies hat, so viele Beetles hat, dass da eigentlich nichts gegen die Expansion unternommen werden kann. Da eben der Tedfeen-Build am Anfang sehr limitiert ist in seinem aggressiven Potenzial. Man hat nur einen DK und Skellies. Die Ghoul kann man nicht mitnehmen zum Kämpfen, weil man nicht so ein Holz braucht. Und deswegen wird das nicht easy für Schock hier dagegen zu spielen. Es gibt erstmal den Greenspot hier, damit er auch ein paar Käferchen natürlich am Start hat. So, jetzt wird hier Item eingesackt und direkt Sacrifice Sky Gold. TP übrigens nicht verkauft von Edo. Oder zumindest noch nicht. Aber Schocker ist schon da mit dem Death Knight. Oh, und kommt direkt der Surround. Das darf natürlich nicht passieren. Und somit wird die einfache Expansion noch einfacher. Oh, das ist nicht gut für Schocky. Das ist gar nicht gut. Und jetzt, sobald er sich wieder reintraut zum Harassen, der nächste Impale Surround könnte auch direkt zum Kill führen. Das ist richtig. Wir reden hier. Der Hirsch wird noch getötet, der gerade war, genauso wie der Scout-Akku. Edo-Boy kommt mit dem Akolyten an, könnte jetzt hier direkt. Oh, noch nicht mal ein Ziggurat. Baut direkt die Echse, Edo. Noch nicht mal ein Rubin Tower irgendwie dahin. Und er ist Level 2, also Impale ist ready. Keul zu früh, Edo! Stark gemacht hier, lässt vom Creep ab. Voll zu früh von Schocker. So. Ice Troll geht gleich auch noch down. Wir haben noch den Priest hinten drin. Edo wieder so ein bisschen verzögert mit den Angriffen. Passt auf, dass hier. Keul! Ja, jetzt war es rechtzeitig. Jetzt war es rechtzeitig, wie er reingeschmissen hat. Und der DK, der muss echt hart aufpassen von Schocker. Die erste Fiend ist jetzt zwar noch da und jetzt kommt das Ziggurat nach von Edo Boy. Und techt nicht, sondern baut jetzt Akolyten. Also. Macht da keinen. Oh, der hätte ihn sogar blocken können, vielleicht mit dem Akku. Macht er allerdings nicht. Akkus werden nachgebaut. Hinten die Fiend greift Ziggurat an, währenddessen zwei Skeletons sich um die Fiend kümmern. Ja, und Edo muss jetzt eigentlich nur versuchen zu verteidigen. Der Mann ist auch wieder mit den Ghoulen an das letzte Skeleton von Schocker dran. Käferchen geht down. So. Und den einzigen Vorteil, den Schocker jetzt noch hat, ist der Tech-Vorteil. Mal gucken, ob er den nutzen kann. Ja, normalerweise, wenn man viele Last Hits klauen, Level 2 erreichen, dann hat man die Aura, dann hat man Move Speed Vorteil und dann die Dark Ranger Second hinzufügen und dann versuchen, einen Kill nach dem nächsten abzustauben, vielleicht ein bisschen was creepen und dann irgendwann überrennen mit den ganzen Skellies, aber ohne Level 2, ohne die Aura ist das plötzlich so viel schwieriger. Crypt hat übrigens einiges an Mana, das könnte ein einfacher Surround werden. Ja, Impale, Surround. Die Fiend feilt sich vielleicht nochmal raus, aber nee, Edo hält die Tür sehr stark zu. Damit geht die Fiend drauf und das ist eine von nur ganz wenigen Fiends. Ja, Schocker kommt in seiner Base an, hört sich noch eine Road of Necromancy, ist jetzt auf T2 und Second Hero Dark Ranger, die jetzt von hinten angelaufen kommt. Oh, und da ist noch Mana für den Impale, oder? Oh, braucht er gar nicht! Oh. Oh, da ist er reingelatscht. Da ist er zweimal in den Surround reingelatscht, um genau zu sein. Zuerst im DK, dann mit der Dark Ranger. Oh, aber die kommt nochmal raus. Überlebt allerdings vielleicht nicht lange. Oh, die zweite Call. Okay. Schocky hält seine Chancen gerade so noch am Leben. Aber wirklich gerade so. Nächster Ghoul könnte jetzt hier noch vielleicht fallen.
Dark Ranger ist trotzdem noch weiter angeschlagen. Edo Boss Exe steht mittlerweile. Ist auch schon im Tech. Ja, Fiend surrounded. Ja. Und damit ist er könnte, und könnte meinen, Edo hat Warn-Replays geguckt. Teilweise auch ein bisschen zu langsam reagieren mit der Fiend. Diese sollte immerhin überleben. Mittlerweile sehen wir die Stärke von der Dark Ranger. Jede Menge Skellies wurden beschworen durch die Ghoul-Kills. Aber Edo, der erkauft sich hier auch so viel Zeit. Sein Tech hat bereits begonnen. Der Graveyard ist schon fast durch. Und er kann gleich Mass Fiends bauen, wenn er will. Und jetzt hier den DK wieder surrounden vielleicht sogar. Und wieder. Oh! Er ist wieder surrounded. Alter. Und er hat keinen TP. Aber den Käfer könnte er vielleicht noch killen hier. Oh, Edo, zieh den weg! Oh, jetzt hier Ringelpiez. Jetzt ist hier Ringelpiez. Und direkt den nächsten wieder. Oh, wow. Mein Käfer dauert aber trotzdem. Der geht da und Level 3 Crypt Lord. Und jetzt hat er da noch genug Mana für den Impel. Ah. Impel auf die 4. Oh, er will's. Und jetzt er will's. 4 Units. 4 Units. Ah, Block. Oh, Block. Schön. Eieiei. Der Edo. Ja, da well kriegt played, er, da kriegt er zurecht das ja. Well played. Schön gemacht. Edo. Mit dem 2-1 die zweite Map abgegeben, aber dann am Ende doch nochmal sehr souverän ausgesehen. Der Crypt Lord ist einfach sein Held. Ist einfach sein Held. Oh, da gibt es, da gönnt er sich noch ein bisschen Pasta zum Abend. Sehr gut, sehr lecker. Ja, ich weiß nicht, ob es Pasta ist bei Edo. Wir können ihn ja gleich mal fragen. Wir fragen ihn mal. Er wird sich so gleich noch zu uns gesellen und dann finden wir das raus. So. Ich tippe auf Müsli. Auf Müsli tippe ich. Was bedeutet das für unsere Tabellenkonstellation? Edo hat hier 2 weitere Punkte eingesammelt. Jetzt ist er auf 11 Punkten. Immer noch auf dem Redeplatz. Da hat sich nichts dran geändert. Ente mit 1 Punkt hat er jetzt mittlerweile 14. Er ist auf dem 8. 1 Punkt vor Leon. Und Kevin natürlich der große Sieger von heute. 5 Punkte für ihn. Er ist punktgleich mit Todd. Die jetzt beide auf 20 sind. Und fürs Gas. Sieht auch gut aus, ne? Das ist gute Nachrichten für dich und das Hause der DAX. Skars mit 17 Punkten derzeit auf dem 4. Ja, ist ganz in Ordnung. Kann ich mit leben. Ziel wird natürlich sein, so viele Leute, wie es geht, in die Top 6 zu kriegen. Also Leon hat ja da noch Chancen bei uns. Leon, Skars und Francis. Wären die drei, würde ich mir natürlich wünschen, dass die alle drei irgendwie in die Top 6 kommen. Welche Position ist da egal? Und dann, wenn du 3 drin hast, dann wenigstens einen davon in die, unter die letzten 4 kriegen, sodass wir einen Mann auf dem Finals haben. Dann hab ja diesmal quasi Heimspiel. Ist ja gestern von euch veröffentlicht worden, am 22.10. in Köln im Experion sind wir ja, dann am Start. Also bei mir um die Ecke quasi. Und weißt du, was wir 2 dann machen? Dann gehen wir 2 ins Knobelbecherchen in Köln. Ich muss da auf jeden Fall mal hin, ey. Ja. Da werden wir hoffentlich Zeit finden. So, wir nehmen uns auch die Zeit, wo es schon nach 23:30 ist, Freunde. Und holen uns den guten Edo hinzu, den Sieger. Alles unter Kontrolle, oder? Ich hab den Knopf gedrückt. Nicht zum ersten Mal heute. LOL XD. Ah, hier haben wir dich. Edo, schön, dass du hier bei uns bist im McDonald's Spotlight mal wieder. Wie geht's, wie steht's? Wie hast du die Spiele heute genossen? Soweit alles bestens. Ich denke, es waren 3 ganz nette Maps. Und ich wollte erst auf Map 3, als der DK rüberkam, wollte ich erst schreiben, ich bin doch nicht Ente. Aber da habe ich mir das dann gespart. Komm, Ente-Bashing. Er hat, glaube ich, genug kassiert gestern. Aber so kann es aussehen, wenn man den Cryptlord, also wenn man Death Knight rüberläuft, den Cryptlord dann da ein bisschen nutzt. Das war dann, denke ich, recht eindeutig letzte Map. Aber Shocky hat echt gut gespielt auf den ersten beiden Maps. Also gerade Map 2 war echt stark von ihm. Auch Map 1 eigentlich auch. Da war er teilweise sogar vorne. Aber Mars Destroyer, die Regeln natürlich im Late Game. Die schönste Weise, Ande zu spielen, wie wir alle wissen. Dein Cryptlord, finde ich, hat heute wieder sehr überzeugt. Die Impales, die sitzen einfach. Sauberes Early Game gespielt. Auch auf der 3. Map mit der Echse ist natürlich im DK immer schon schwierig. Und vor allem, wenn man da in so einem Surround landet zu Beginn, dann geht es ganz schnell mal den Bach runter. Wie sieht es aus jetzt noch für die letzten Saisontage? Hast du vor, hier noch mal ein bisschen zu brillieren und noch mal ein paar Punkte einzuheimsen? Ich meine, aus der Rede geht es wohl nicht mehr raus wahrscheinlich, aber einfach nee, nur für den Ruhm und die Glorie. Da noch also ich glaube, selbst mit einem 2-0 heute, deswegen, nachdem Ente jetzt eine Map geholt hat, kann ich selbst, wenn ich gegen Warn nächste Woche 2-0 gewinnen würde,
Ich glaube, selbst dann kann ich Ente wegen meinem Map-Score nicht überholen. Und weil er jetzt diese eine Map heute geholt hat, sonst hätte ich nochmal wahrscheinlich auf allen Maps Cryptlord heute gespielt. Aber wir wissen alle die 75 Euro hin oder her. Aber ja, wird schwierig, wahrscheinlich gegen Warn. Könnte noch mal ein bisschen was drin sein. Das ist ein Undead Mirror. Warn hat ja auch Höhen und Tiefen diese Season. Aber ist bei mir ja ähnlich. Also ich denke, heute auf Map 3 habe ich wieder ganz gut gespielt. Aber ja, da fehlt einfach dann die Konsistenz sozusagen. Okay. Wie ist denn das, wenn du mit Pogi vorher trainierst? Hättest du dann eher Chancen gegen Warn? Denk schon, aber Pogi ist halt hart ausgebucht, ne? Nachdem ich gegen Francis 2-0 gewonnen habe und deshalb wollen alle mit Pogi trainieren, nachdem er mich da vorbereitet hat. Und ja, deswegen ist es ein bisschen hart, bei der Zeit einen Sideslot zu finden. Und das Poster alleine reicht nicht, meinst du? Poster alleine reicht nicht, aber es ist ein Anfang. Ich habe jetzt noch bald noch ein T-Shirt, noch eine Bettwäsche mit Pogi drauf. Ja. Für die nächste Season dann. Gut. Vielleicht können wir irgendwie ein Bild von euch zusammen machen dann in Hamburg. Vielleicht hilft das ja. Gute Idee. Also auf zwei Kopfkissen, so links und rechts. Genau. So, die das man dann ineinander legen muss, damit sie ein Bild ergeben. Vielleicht noch irgendwie so ein Wandtattoo mit einem Spruch von ihm und ein Aufkleber für die Motorhaube auf dem Auto. Dann haben ich hätte wir mir direkt einfach Pogi ins Gesicht und daneben irgendwie ein Lebensmotto von ihm. Ja, ich überlege nur gerade, was das sein könnte, das Lebensmotto von ihm. Das wird schwierig, aber das klären wir unter uns dann nochmal nach. Gut. Das Pogi-Gesicht aufs eigene Gesicht tätowiert, das ist auch the stuff of nightmares. Freunde, dankeschön nochmal dafür, kurz vor Mitternacht. Aber ja, Edo, schön wieder dich hier dabei gehabt zu haben. Wir sehen dich wieder nächste Woche. Aber natürlich, bevor du gehst, darfst du uns noch einen Song nennen für unsere Playlist. Ich glaube, jetzt wird es Zeit für Luciano Peppermint. Alles klar. Sehr gut. Edo, danke sehr. Wir wünschen dir eine erholsame Nacht und ja, bis zum nächsten Mal. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. So, Freunde, damit haben wir es heute geschafft. Der 10. Spieltag ungefähr, mit ein paar noch ausstehenden Spielen, ist somit hinter uns. Das Spielerfeld verhärtet sich immer mehr. Xol ist natürlich schon durch, das wissen wir. Hank muss auf jeden Fall in die Rehle. Und wahrscheinlich auch für Schocki und Edo und Tom geht da kein Weg mehr dran vorbei. Aber wer den 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Platz einnimmt, da ist es immer noch sehr spannend. Wir haben ein paar Spieler noch, die zwei Spiele ausstehend haben. Manche nur noch mit einem. Und da kann noch was durchgerüttelt werden. Für Todd und Kevin sieht es vor allem sehr gut aus. Aber auch Vaan, Skars, Francis, Leon und vielleicht Ente, wenn alles gut läuft, haben da auch noch eine Chance. Ja, das ist spannend. Ich habe jetzt eben schon mal auf meinen Dienstplan geguckt. Ich habe nächste Woche, Dienstag, Mittwoch leider Spätdienst. Ich muss versuchen, meinen Dienstplan zu tauschen, weil ich muss diese Spiele sehen. Es bleibt ja weiter hier richtig spannend. Einen Spieltag haben wir noch. Dann kommen natürlich die Playoffs. Und dann haben wir unsere Top 4, die dann in Köln dieses Mal aufeinandertreffen. Im Xperion am 22.10. Ja. Haltet euch das Datum frei. Endlich Meisterschaft mit Publikum. Also, das wird auf jeden Fall ein Knaller. Wenn ihr aus der Umgebung kommt, kommt gerne vorbei ins Xperion am Hansaring, dann am 22.10. Das wird eine spannende Kiste werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ich sage es auch nochmal, damit ihr es nicht vergesst, Freunde. 22.10. Xperion in Köln. Wenn ihr da in der Nähe seid, wenn ihr vorbeikommen könnt, tut das. Es wird mit Sicherheit super spaßig. Wir sind alle mit dabei. Slash, Jannis, ich und ganz viele von euch auch. Die Spieler natürlich auch werden vor Ort sein. Super cool, aber ja. Und dann gehen wir alle zusammen ins Knobelbäschchen. In der Knobelbäschchen. Also. Richtig, sehr gut. Wir sehen uns wieder nächste Woche natürlich für die Meisterschaft. Am Dienstag geht's weiter. Auch hier auf Back to Warcraft haben wir außerdem noch sehr viel Warcraft-Programm. Morgen früh zum Beispiel mit der TP-League auf backtowarcraft.com könnt ihr das natürlich alles einsehen. Vielen Dank, wie immer, an unsere Sponsoren, die das alles möglich machen. Müllermilch, Bitburger, Spotify, McDonald's. Und die Techniker. Und Slash auch danke an dich. Du bist heute ja heldenhaft eingesprungen. Und ich würde sagen, damit verabschieden wir uns von unseren Zuschauern. Wünschen eine erholsame Nacht. Und ja, wir sehen euch zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Schlaf gut. Ciao, ciao.